So, da sind wir wieder beim nächsten Part von das Manga-Jahr 2015. Und wir werden uns heute den englischen Releases zuwenden. Und ich habe ja im letztes Mal schon gesagt, oder beziehungsweise euch ein bisschen heiß drauf gemacht, dass die Releases nochmal um einiges geiler werden im englischen Bereich. Und um das jetzt zu prüfen, würde ich sagen, legen wir doch direkt los. Fangen wir an mit Kodansha Comics. Ja. Kodansha Comics hat ja auch nur ein Manga, zumindest den, was mir bewusst ist. Kodansha Comics sind ein bisschen strange. Die haben zwar an sich ganz coole Sachen, aber irgendwie ihre Releases, die sie da irgendwie so bringen, werden irgendwie auf der Webseite kaum dargestellt. Also es wird wirklich nicht ganz krass gefeiert, sondern die kommen einfach so plopp, plopp, plopp raus, wird mal auf Amazon, steht irgendwann mal, boah, kann man vorbestellen. Oh, na dann. Ja, und ab und zu macht mal die Facebook-Seite was. Also die sind sehr, ja, wie kann man das nennen? Chillig drauf. Die haben das nicht so mit dem Hardcore-Marketing, aber verkaufen ganz gut. Die beweisen, dass es auch ohne geht. Also ist schon okay. Und ja, auf jeden Fall, ihr wisst vielleicht, dass ich sehr geschwärmt habe von Senketsu no Maria, beziehungsweise Maria the Virgin Witch, heißt es ja. Und ja, das hab ich noch nicht gesehen, weil es gibt irgendwie bisher noch nichts in der Richtung. Es gibt zwar was, aber das ist nicht anguckbar. Also ich warte noch auf morgen, wird es, glaube ich, released. Bis dahin freue ich mich, dass es halt auch den Manga gibt. Der Manga ist in drei Bänden, glaube ich, abgeschlossen. Und er wird nach und nach released. Und das finde ich irgendwie cool, weil das ja das Original ist. Und wenn es das Original ist und nicht irgendwas, was danach kommt, dann interessiert mich das natürlich. Und wie gesagt, ich fand die Charaktere sympathisch und ich fand, sahen halt schon ein bisschen so älter gezeichnet aus. Und das ist einfach auch der Grund. Ah, meine Nase. Das ist einfach auch der Grund. Es ist älter, der Manga. Und der kommt jetzt bei Kodansha Comics raus. Ich freue mich. Ich freue mich. Gleich direkt vorbestellt. So, dann schauen wir zu Seven Seas rüber. Seven Seas haben nur Manga. Ein paar, ja, oh, sehr schöne. Oh, genau, da kommen jetzt die Knaller vor allem. Nicht alle, aber es kommen ein paar Knaller. Und zwar, haltet euch fest, dieses Jahr kommt es. Und zwar 12 Beast. 12 Beast ist ein Werk, das, glaube ich, vor Monster Musume, glaube ich, von Okayado erschaffen wurde. Und Okayado ist ja der Mangaka von Monster Musume und diesen ganzen Webcomics. Und ich freue mich. Das ist quasi im Grunde auch wieder mit Monster Girls, bloß mit noch mit Action. Und ich finde es richtig geil, dass die, ja, yeah, also dass es wirklich released wird. Und ja, ich freue mich drauf. Direkt vorbestellt. 12 Beast, geil. Es wird richtig cool. Für Monster Girl Fans ein Must-Have. So. Für Loli-Fans gibt es auch was. Oder für Fans der guten Comedy. Non Non Biori kommt tatsächlich als Manga raus. Und zwar, wer es nicht gewusst hat, Non Non Biori ist ja tatsächlich basiert auf einem Manga. Das heißt, der Manga, das jetzt basiert, wird auf Englisch released. Das heißt, quasi das Original könnt ihr euch dann mal reinziehen. Ich weiß noch nicht, ob ich es mache. Ich meine, ich mag Gag-Manga eigentlich schon, aber ist jetzt so die Frage, ob ich es jetzt so direkt brauche. Vielleicht irgendwann mal. Jetzt nicht sofort auf jeden Fall. Aber ich sag mal, wie gesagt, für Loli-Fans und auch für allgemein Fans von guter Comedy, weil ich habe mal in den Anime so teilweise reingeguckt, es ist schon wirklich putzig und witzig. Ja, sicher nichts Verkehrtes. So, dann haben wir, da muss ich jetzt nochmal gucken, Nurse Teacher Hitomi's Infirmary heißt das Ganze auf Englisch. Und ja, Monster Girl, Zyklopin, die an einer Schule die Ärztin ist, die Schulärztin und merkwürdige Probleme der Schüler versucht zu lösen. Jo, die auch meistens mit dem Übernatürlichen so zu tun haben. Und ja, es ist einfach, wie ein Kumpel von mir mal gesagt hat, boah, ich habe neulich im Internet mal ein paar Kapitel oder Chapter von Nurse Hitomi angeguckt und what the fuck habe ich da gelesen? Genau, ungefähr, ja, das trifft es eigentlich ganz gut. Ich freue mich drauf, es wird richtig lustig. Ich hab Bock drauf. Und ich freue mich endlich, dass es endlich soweit ist, dass es rauskommt dieses Jahr. Das wird geil. Also für Monster Girl Fans, top. Ja, dann, wie auch im letzten Part schon erwähnt,
wie hieß es nochmal? Riddle, wie heißt es auf Englisch? Akuma no Riddle, Riddle Story of Devil heißt das Ganze. Also Akuma no Riddle gibt es auch dann auf Englisch, wer es denn da lieber möchte. So, dann kommt etwas, was ich mir auch vorbestellt habe, weil es einfach so merkwürdig und irgendwie so interessant wiederum aussieht. Allein die Farben und die Charaktere, es ist was, wo mir so von ins Auge gesprungen ist und ich habe gesagt, muss ich haben. The Ancient Magus Bride. Und wenn ihr das Cover einfach so seht, wie gesagt, ich liebe die Farben, ich liebe die Charaktere, ich liebe das Design. Das wird toll, das wird echt toll. Ich habe Bock drauf. Ich weiß nicht, was es wird, aber ich bin zuversichtlich, dass mir das Ganze gefallen wird. Ja. Wird wahrscheinlich irgendwas mit Magie zu tun haben, schätze ich mal. Aber vielleicht auch mit Magie und Kuchen. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber es sieht toll aus. Es sieht richtig, richtig toll aus. Und es ist auch so, wisst ihr, das ist das, was ich so ein bisschen meine, was ich, der, tut mir leid, dass ich ständig an meine Nase fasse. Das ist echt nervig. Immer wenn ich eine längere Zeit rede, vibriert irgendwie meine Nase durch das Reden irgendwie und dann fängt es sich dieses Vibrieren an zu kitzeln. Das ist kein Scherz. Deswegen tut mir leid, wenn ich da öfter mal mich kratze. Ihr müsst mir ja nur zuhören. Ihr guckt mich ja eh nicht an, oder? Ihr seid jetzt irgendwo, tut gerade Staubsaugen oder macht Frühstück oder sowas und hört mir eh dabei zu, von daher. The Ancient Magus Bride, das ist so eine Sache, wo ich einfach sage, das ist dieser große Unterschied zwischen englisch-amerikanischen Verlegen, was Manga angeht, und deutschen Verlegen, weil die trauen sich was. Das ist was, wo irgendwie noch keiner wirklich gehört hat. Das ist, ich glaube, auch im Internet nicht wirklich so arg bekannt. Aber sie haben sich einfach gesagt, der Titel sieht interessant aus, pack, den machen wir, den bringen wir raus. Und beim Deutschen habe ich eher so das Gefühl, oh, da kam ein Anime raus, der hat eine Manga-Adaption, ja, das ist schnelles Geld, das haben wir jetzt raus. Irgendwie, wir müssen ja die Franchise totschlachten, also bringen wir 100.000 neue Editionen von dem Manga raus, damit ja jeder den Scheiß frisst. Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so ausdrücklich sage, aber so habe ich es halt das Gefühl. Und in Englischen sind sie viel kreativer und ich weiß nicht, so da macht das Manga durchforschen auch viel mehr Spaß, mir persönlich, weil das sind einfach so Sachen, wo ich dann denke, ah, das könnte interessant sein, das sieht richtig gut aus. Das ist, was könnte das sein? Und man versucht dann auch zu spekulieren, was könnte das sein? Und wenn man es dann bekommt und liest und diese Magie, sag ich mal, die habe ich beim deutschen Verlegen nicht mehr so oft, leider. Schade. Aber egal, darum geht's nicht. Auch ein Manga, wo ich nicht so wirklich weiß, was ich davon halten soll. Es sieht nicht aus wie ein Edgy-Manga, aber sieht auf jeden Fall aus wie ein School-Manga. Und zwar heißt der ganze Evergreen. Und sieht so von den Animationen und so, von den Zeichnungen und so, vom Stil, von Farben her, könnte mir durchaus gefallen. Wäre mal eine Überlegung wert. So, dann haben wir die Manga, also das Original, zu Freezing. Freezing war ja dieser extreme, edgy Action-Anime. Und viele Amis und Englis wollten den Manga unbedingt haben und haben so lange gebettelt bei Seven Seas, bis die dann gesagt haben, okay, wisst ihr was, nur für euch, hauen wir den jetzt raus. Bäm, und da war er und alle, uah! Und ich so, Titten und Kampf. Ich habe immer noch Mark in Kiel, das reicht mir im Moment. Aber hey, vielleicht irgendwann, wer weiß. Ich weiß nur nicht, ob ich vielleicht Lust hätte, das so lange zu sammeln. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Wenn das jetzt vielleicht insgesamt 10 Bände hätte oder so. Okay. Aber es geht, glaube ich, mittlerweile schon weitaus mehr über Band 10. Von daher, ja, ich weiß nicht, ob ich das so auf Dauer lustig fände. Aber wer weiß, vielleicht kann es ja auch den einen oder anderen oder mich vielleicht sogar überraschen. So, dann gibt es die Manga-Adaption, muss man auch, glaube ich, dazu sagen, weil ich weiß nicht, ob es das Original ist. Da bin ich mir ganz unsicher, ob Golden Time ist ja vom Macher von Toradora oder zumindest von dem gleichen Studio oder Regisseur oder was auch immer. Ich weiß es nicht genau. Und ich weiß jetzt nicht, was zuerst kam. Kam der Anime raus von Golden Time oder war der Manga die Basis? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben sie sich gedacht, irgendwie
Ja, der Anime, der kam gut an, weil ja Toradora und ähnlich und so weiter. Und jo, haben wir raus. Okay, ist jetzt nichts für mich. Dann gibt es A Mermaid in My Tub. Kennt vielleicht der eine oder andere. Das ist diese Geschichte, wo der Meermann, gab es glaube ich auch ein Anime in der letzten Season, wo der Meermann in der Badewanne von einem Typen rumhängt und jo, da nicht mehr raus will. Und quasi die irgendwie comedy-mäßig leichte Anspielung auf Shonen-Ei mäßig irgendwie, keine Ahnung, ich finde es nicht ganz uninteressant, ehrlich gesagt. Ich bin am Überlegen, ob ich mir das vielleicht auch mal irgendwann so aus Spaß gönne. So, dann ein Manga, der mir relativ so vom Cover und vom eigentlich überhaupt nichts sagt. Und zwar Mushoku Tensei Jobless Reincarnation. Sieht für mich nach Magie-Action-Manga aus. Mit Hexen oder auch Magiern. Jo, haut mich jetzt nicht so vom Hocker, aber vielleicht, ja, wie gesagt, ist halt mal was, was die Leute nicht so kennen. Vielleicht ist es ja gut. So, Servant kriegen die da drüben auch. Ist übrigens, ich habe es nochmal nachgecheckt, falls es der eine oder andere nicht weiß. Servant ist tatsächlich ein Jojo-Manga. Nicht wie Tokyo Pop das gerne darstellt als Shonen-Manga. Nein, Servant ist ein Jojo-Manga. Das ist Fakt. So. Und ja, das kriegen die halt auch. So. Dann geht es weiter. Dann haben wir es, genau, dann haben wir es. So. Dann geht es weiter zu Vertical. Vertical ist auch ein Verlag. Der hat aber jetzt nur ein Band. Zumindest ist das, was ich so mitgekriegt habe. Es ist bestimmt noch ein paar andere Sachen, die rauskommen irgendwann demnächst. Aber das ist bisher jetzt bekannt. Bis zu diesem Datum, wo ich das hier jetzt aufnehme. Und zwar etwas, was ich mir vorbestellt habe, was auch demnächst, glaube ich, kommen müsste. My Neighbor Seki. Kennen vielleicht manche schon aus dem Anime. Es dreht sich um ein Mädchen und einem ganz merkwürdigen Nachbarn, der halt ganz merkwürdige Sachen macht. Aber dieses Mädchen, die übertreibt einfach sie. Es ist zwar schon strange, was er da tut teilweise, aber sie tut sich mit dem so arg nicht identifizieren, aber sie tut sich mit dem so arg beschäftigen und übertreibt halt so dermaßen oder macht so übertriebene Reaktionen auf seine Aktionen, die halt nicht normal sind, dass sie, ja, das ist so quasi der Gag. Der Dumme und der Kluge, wo dann der Kluge letztendlich gar nicht so klüger dem Dummen gegenüber ist. Das ist eine sehr, sehr bekannte japanische Masche für Comedy. Und ja, ich finde es geil. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich habe mal in den Anime reingeguckt. Ich bin immer so ein Reingucker und wenn ich dann weiß, da kommt ein Manga von raus oder das ist das Original, dann, wie gesagt, dann schaue ich mir das Original an. Ja, My Neighbor Seki sieht super lustig aus. Ich meine, ich habe keine Ahnung, was der da macht. Ach, der macht auf dem Cover den Mount Fuji oder den Vulkan mit den Resten von er zerschnibbelt oder zerschribbelt irgendwie Radiergummireste und Bleistifte und macht dann mit der Kreide oben den Berg, so dass es aussieht wie Schnee oder wie Vulkanasche oder what the hell. Okay, ja, das ist definitiv strange. Es wird toll. Ja, und das ist auch das Einzige, was ich jetzt so von Vertical so sagen kann. Dann gehen wir weiter zu Wiz Media. Wiz Media war ein bisschen interessant, weil Wiz Media ist so, wenn man auf die Webseite gehen will, dann heißt es einfach für außerhalb, also nur für Amis, für außerhalb nicht erlaubt oder nur für Englischsprachige. Also das heißt, ich glaube, England kann dann auch noch drauf zugreifen, aber für alle anderen, du darfst da nicht drauf. Ja, ich kann einfach nicht auf diese Webseite. Vielleicht gibt es da Möglichkeiten, aber ich kann mich nicht informieren. Ich darf mich nicht. Die wollen das nicht. Tja, aber man darf Zeug von ihnen kaufen. Das finde ich toll. Ne? Also das ist ein richtig, das ist, muss ich sagen, das ist eine richtige. Wiz Media bringt schon tolle Sachen raus, aber ich finde ich sag mal, ihre Einstellung gegenüber anderen Ländern scheiße. Du darfst dich nicht bei ihnen informieren. Du darfst sie höchstens auf Facebook followen und hoffen, dass du es auf Amazon vielleicht mal ein paar Sachen von ihnen findest. Darfst es dann bestellen, darfst sie bezahlen, darfst dich aber nicht informieren und darfst an keinen Gewinnspielen von denen teilnehmen. Du darfst keine irgendwie Special Sonderpreise. Das ist ja bei den Amis ganz groß. Da gibt es
nicht nur diesen Black Friday oder wie das da heißt, sondern da gibt es auch andere Tage, wo es einfach mal reduziert werden, wo da einfach mal ein Manga anstatt 6 Euro nur noch 3 kostet oder 2 oder du irgendwie 3 kaufst zum Preis von 2 oder sowas. Das gibt es ja bei uns alles nicht mehr. Bei uns gibt es ja immer nur Vollpreis, immer nur Vollpreis, 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 egal was. Immer, immer. Und das finde ich cool bei den Amis und so, aber ja, wie gesagt, die Einstellung von Viz Media will mir nicht so ganz gefallen. Auf jeden Fall, was ich so noch so halbwegs herausgefunden habe, ist halt Jacko, the Galactic Patrolman, kommt bei denen raus und zwar mit einem Volume, also Band 1. Das heißt, es kommt noch Band 2 oder Band 3. Die tun das aufsplitten tatsächlich. Während wir das im Deutschen dieses Jahr auch wieder in Akira Toriyama Short Stories bekommen, und zwar in einem Band, so wie ich das mitgekriegt habe. Also, ja, fail. Egal. Auf jeden Fall gibt's es dann auf Viz Media auf Englisch. So, just saying. Oh, meine Nase. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Das ist eine ganz blöde Angewohnheit. Wenn ich mit noch anderen Leuten rede, ist es nie so. Nur wenn ich vor Kamera oder so, dann fängt meine Nase an zu jucken. Ich habe keine Ahnung. So, gucken wir bei Yen Press noch rein. Die haben, glaube ich, noch... Die haben ganz gut. Okay, gucken wir uns erst die Light Novels an. Yen Press bringt ein paar Light Novels oder Novels raus. Ich habe die jetzt mal zusammengefasst. Und zwar einmal Pandora Hearts. Cautious Race heißt es, glaube ich. Ist ein Spin-Off. Ja, also ist irgendwie so eine Alternativversion oder ein Spin-Off zum Original Pandora Hearts. Okay. Für alle Pandora Hearts Fans zugreifen, wenn ihr Englisch könnt. So, dann haben wir Log Horizon. Kommt auch der Original, also darauf basiert ja die Anime-Serie. Kommt auch raus, die Novel. Dann kommt Alice in Murderland. Ich dachte, das wäre ein Manga. Jetzt bin ich verwirrt. Habe ich das in Fall? Entschuldigung, es kann sein, dass ich das jetzt gerade in... Ich bin mir ziemlich sicher, das ist ein Manga. Entschuldigung, also auf jeden Fall, Alice in Murderland ist von Kaori Yuki, also hier so Angel Sanctuary und so. Und das ist tatsächlich, glaube ich, ein Manga. Ich glaube nicht, dass es ein... Ich habe das jetzt in falschen Ordner getan. Das ist, glaube ich, ein Manga. Ja. Also, auch wieder Alice im Wunderland ist, glaube ich, in einem Band abgeschlossen, ist ein One-Shot oder so. Und es ist, Alice im Wunderland und mit Waffen und Mord und Blut. Also, alles, was Frauen toll finden. Ich weiß es nicht. Okay, auf jeden Fall, so. Dann kriegen die auch Black Bullet, also die Light Novel. Was sie auch noch kriegen, ist eine Light Novel von Durarara. Und eine Light Novel von Kingdom Hearts. Es gibt so Sachen, wo ich mir echt denke, warum gibt es dazu eine Novel? Na dann. Viel Spaß. Dazu gibt es noch eine Novel von, oder eine Light Novel von No Game No Life. Ich glaube, darauf basiert auch wieder die Anime-Serie. Mhm. Und The Isolator heißt das Ganze. Und das ist mal wirklich was, weil davon gibt es keine Anime-Serie, davon gibt es keinen Manga. Das ist eine mal was, ich glaube, in Japan ist es mittlerweile ganz recht gut angekommen und deswegen gibt es das jetzt auch auf Englisch. Ist ein Roman. Ja, oder ein Novel in dem Fall. Vielleicht auch eine Light Novel, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall The Isolator. Ja, kann man jetzt so vom Cover her jetzt auch nicht wirklich viel zu sagen. The Devil is a Part-Timer bekommt ebenfalls eine Light Novel spendiert. Und das war's. Genau. Haben wir schon mal die Light Novel. Und jetzt kommen wir zu dem Manga. Da haben wir noch ein bisschen was zu tun. Und dann sind wir auch fertig. Okay, los geht's. Manga Strike the Blood. Strike the Blood kam letztes Jahr irgendwann mal in der Anime-Season raus als Anime. Und jetzt gibt's den Manga dazu. Ich muss sagen, der Manga sieht so jetzt vom Cover her ziemlich ansprechend aus, finde ich. Also ich mag so dieses Design. Ich mag die Art, wie die Farben und gelegt sind. Und ja, mal schauen. Ich weiß jetzt nicht. Vielleicht ist es ja was Cooles. Es sieht zumindest sehr ansprechend vom Cover aus.
Dann haben wir, kriegen sie auch wieder hier Black Bullet. Jo, das hatten wir ja dann schon. Was wir auch kriegen ist A Certain Magical Index, den Manga. Dann, oh Gott. The Angel of Ahamburra. The Angel of The Angel heißt es vor allem. The Angel of Ahamburra. Ahamburra. Das ist schwierig. Die machen die Engländer tun zum Beispiel Burg, also wie Hamburg, machen die immer Burr. Also die sagen nicht Burg oder so, sondern die machen Burr. Also The Angel of Ahamburra. Klingt aus meinem Mund jetzt vielleicht bescheuert, aber so heißt der Titel. Yo, soll irgendwas mit Französisch, irgendwas mit Revolution vielleicht auch, ich weiß es nicht. Sieht interessant aus. Mal schauen. Mal schauen. Von wem ist denn das? Steht jetzt hier so nichts drauf, ne? Steht nicht drauf. Sieht interessant aus, sehr historisch. Vielleicht könnte es mir gefallen. Man weiß es nicht. Dann kriegen sie auch den Manga von Chaika, The Coffin Princess. Den haben wir in Deutschland ja schon. Und was kriegen sie noch? Oh ja. I can't play edgy. Also, beziehungsweise So I Can't Play H. Heißt im Original Dakara Boku wa Echiga Dekinai. Und das ist ein Anime, den ich tatsächlich ziemlich, ziemlich mag. Ich fand den richtig toll. Auch wenn viele sagen, es ist der letzte Rotz und bla bla bla. Aber I don't care. Es interessiert mich ja eh nur meine eigene Meinung. Nein, so krass wollte ich natürlich nicht sein. Aber wie gesagt, wenn mir was gefällt, gefällt es mir. Da ist es mir egal, ob es anderen Leuten nicht gefällt. Bah. So. Und ja, ich weiß, da dreht sich im großen Teil um viel, um edgy und so weiter. Aber ich fand einfach auch so dieses Zwischenspiel zwischen dem Hauptcharakter und der rothaarigen Listral. Listral war der Nachname? Oder war es der Vorname? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Irgendwie Listral hieß es, glaube ich, oder? Ja. Auf jeden Fall fand ich cool. Müsste ich mir mal wieder angucken. Das hat mir echt Spaß gemacht und vor allem das Ende war eigentlich richtig spannend. Aber ich weiß, ich bin, glaube ich, der Einzige, der das Ding so hypt. Auf jeden Fall, ich freue mich auf den Manga riesig. Da habe ich riesig Bock drauf. Ist gekauft. So, Emma, eine viktorianische Liebe, wie der Untertitel in Deutsch noch heißt. Yo, ist auch sowas, wo ich auch schon länger mal ein Auge drauf geworfen habe, aber einfach es noch nicht gekauft habe. Wird irgendwann auch noch kommen. Gebraucht oder so mal so ein Batzen einfach so. Das ist Emma. Das werdet ihr irgendwann bei mir noch sehen. Glaubt mal. Aber das kriegen auf jeden Fall die Amis und Engländer jetzt nun auch. Schön. Dann haben wir Homura Magica. Ist halt wieder ein Spin-off oder Sequel oder Prequel oder hast du nicht gesehen von Madoka. Yo, ihr wisst ja, ich bin nicht so der krasse Madoka-Fan und ich tue mich echt schwer, die weiteren Episoden von Madoka anzuschauen, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, dass wenn ich jetzt was anderes mache, es irgendwie spaßiger wird. Ich weiß auch nicht warum. Bin einfach ein bisschen strange. Ich bin nicht so der Madoka-Hype-Fanboy. Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass der Hype nicht gerecht ist. Es ist einfach nur so, ich tue mich irgendwie schwer mit der Serie. Is it wrong to try to pick up girls in a dungeon? Das ist eine Frage an euch. Nee, so heißt eine Light Novel, die jetzt schon draußen ist in England und Amerika. Und jetzt kommt eben halt auch die Manga-Version davon. Ja, ist relativ unaussagekräftig, aber wer weiß, vielleicht ist es ja ganz cool. Dann für viele, ich glaube für viele weibliche Zuschauer vor allem ist es sehr geil, Kageru Days. Und ist, irgendwie finde ich es interessant, weil Days soll ja eigentlich Tage heißen, aber im Englischen steht da Days, also D-A-Z-E. Und das hat eigentlich eine andere Bedeutung. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das korrekt ist, aber auf jeden Fall steht bei mir Kageru Days mit Z-E. Keine Ahnung warum, aber es ist halt so, ja, ist ja dieser Anime, der eigentlich auf mehreren Songs basiert und daraus einfach eine Geschichte gemacht wurde und die wurde dann animiert. Punkt. Und dazu gab es eine Light Novel.
Und jetzt gibt es dazu halt auch noch einen Manga. Bam, da ist er. Juhu. Ich werde sicherlich mal gucken, ob ich da reingucken kann, weil ich fand den jetzt nicht so schlimm, aber ich wollte den Anime irgendwie nicht weitergucken. Weiß auch nicht warum. Der hat mir irgendwann nicht mehr so ganz gut gefallen. Vielleicht haut es der Manga da bei mir eher raus. So, dann Madoka Magical Homura Revenge. Ist auch nochmal ein anderer Spin-off. Yo, ist halt Madoka wieder mal, aber für die Madoka-Fans gibt es auf jeden Fall noch genug. Und den One-Shot des Zeichner von Black Butler, Rust Blaster heißt es. Ja, genau, Rust Blaster. Den gibt es jetzt für die Amis halt auch. Bei uns ist der schon draußen. Also, falls ihr es nicht wusstet, jetzt wisst ihr es. So, Übelblatt gibt es ja bei Kase schon. Ich glaube, Band 2 mittlerweile schon. Oder sogar Band 3, weiß nicht. Übelblatt gibt es jetzt auch auf Englisch. Genauso wie Akamega Kill. Wobei ich nicht weiß, Akamega Kill, gibt es das schon auf Kase oder so? Weiß ich jetzt gar nicht. War ja schon lange, lange, lange. Wurde schon lange, lange angefragt. Eben im englischen Bereich. Oh, komm, mach doch, bring doch mal Akamega Kill raus. Und als der Anime jetzt rauskam, haben sie sich gedacht, okay, muss was dran sein, also bringen wir es jetzt endgültig raus. Nicht meins, muss ich ganz klar sagen. Ich mag das nicht, wenn man sich mit einem Charakter anfreundet und der dann schon wieder tot oder geköpft oder gekillt wird. Ich finde sowas zum Kotzen. Sowas mag ich nicht. Aber definitiv krasse Action und yo, krasse What the fuck, wow Momente. Definitiv. So, dann etwas, worauf ich mich auch sehr freue. Der Mangaka von Doubt und Judge hat halt auch noch ein Werk hinterlassen und zwar namens Secret. Da dreht sich es auch wieder um Hasenköpfe. Man sieht es schon auf dem Cover. Und yo, ich freue mich auf jeden Fall drauf und ich werde es mir wahrscheinlich auf Englisch kaufen, weil einfach aus dem Grund, weil das der deutsche Release jetzt bisher noch überhaupt nicht angekündigt wurde und es wurden schon so viele Sachen im letzten Teil. Ich werde es unten verlinken, den anderen Teil. Da wurde es schon so viel jetzt vorweggenommen, was 2015 alles so neu rauskommt und Secret war nicht dabei. Deswegen denke ich einfach mal, das wird vielleicht erst entweder Ende, also so im nächsten halben Jahr, also im zweiten Halbjahresabschnitt, genau, so gegen Weihnachten oder so, wird es dann entweder released oder announced oder aber es kommt erst 2016. Und ganz ehrlich, wenn ich schon so sehe, Secret, ich habe schon Lust drauf. Ich lese es auch auf Englisch. Da muss nicht alles dann auf Deutsch haben. Jo, freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und für viele Fans von Trinity Seven, ja, soll es geben. Und die haben jetzt die große Chance, den Manga dazu zu lesen. Auf Englisch. Yay. Kann ich nichts zu sagen. Ich habe nur gehört, viel edgy, vielen, vielen und nichts dahinter, aber kann auch unterhaltsam sein. Und vielleicht ist der Manga, was ja auch das Original ist, besser. Wäre nicht das erste Mal. Jo. Oh, und das war's tatsächlich. Gibt's noch was? Nochmal gucken. Wiz Media. Tokyo. 70s. Ich müsste alles haben. Natürlich habe ich bestimmt das ein oder andere vergessen. Oh, diesmal habe ich auch gar nicht so lange gebraucht. Ja gut. Ist halt der englische Part, der ist auch meistens. Aber wie gesagt, so im Ganzen, was da jetzt halt so rauskommt, ist, finde ich persönlich, so im Ganzen ansprechender als das Deutsche. Nicht, dass das Deutsche schlecht wäre. Es ist nur, wie gesagt, da sind ein paar Sachen drin, wo ich so auf jeden Fall Lust habe, mal reinzugucken, weil es was Neues ist und, ah, es ist wie so eine neue Welt, es ist wie The Lost World, weißt du, gehst du rein und oh, auf einmal sind da überall Dinos, die waren noch lange tot. Und so habe ich so irgendwie das Gefühl, wenn man von dem Deutschen, von der, von wer, wer, okay, nochmal. Stellt euch vor, ihr sammelt die ganze Zeit deutsche Manga und dann auf einmal habt ihr so die Idee, hey, ich kann Englisch. Ich probiere jetzt mal einen englischen Manga zu lesen. Und ihr geht irgendwo auf so ein Portal und guckt euch diese ganzen englischen Manga an, die es derzeit gibt. Und das ist einfach genauso wie in The Lost World, wenn ihr da innerhalb diese Bergkette da reingeht und auf einmal sieht, aber ich dachte, Dinos wären tot. Aber wir leben, die existieren ja hier. Da vorne gab es die nicht, aber hier gibt es die. Genauso ist es. Ihr denkt dann so, so Manga gibt's noch?
Oh, ist ja geil. Also da beim Deutschen gibt es das kaum noch. Nahezu gar nicht mehr, es ist ja ausgestorben. Aber hier existiert alles noch. Das ist ja eine prähistorische Entdeckung. Geil! So fühle ich mich immer so ein bisschen, deswegen immer so ein bisschen hin und her gerissen. Ich will nicht irgendwie sagen, das eine ist besser als das andere unbedingt, aber es ist oftmals so, dass ich sage, ah, die englischen Releases sind irgendwie einfach mutiger und spannender. Es ist halt einfach so. Aber ja, ich hoffe, ich habe euch einen schönen Überblick gegeben. Natürlich wird das eine oder andere nicht dabei sein, weil, wie gesagt, ah, es ist noch Anfang des Jahres. Das heißt, es kann noch viel released werden, was ich bis dato nicht erwähnt habe. Oder aber, es kann sein, dass es verschoben wird oder erst nächstes Jahr dann doch rauskommt. Ja, sowas kann passieren. Oder aber, no, jetzt pass auf. Oder aber, ich habe nicht genug Möglichkeiten gehabt, mir Infos zu holen. Weil, wie gesagt, zum Beispiel bei Wizmedia ist es ziemlich schwierig. Da kann es schon sein, dass das eine oder andere doch da noch rauskommt, ohne dass ich es weiß. Aber ja, ich habe mein Bestes gegeben. Ich habe gestern 2 Stunden lang Internetrecherche gemacht. Nachts. Für euch. Für euch. Nur für euch. So streng ich mich an. Nee, es macht auch super Spaß. Es macht mir einfach auch super Spaß. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ich bin der René von der Maison Manga. Das war das Manga-Jahr 2015. Der kleine Überblick von dem, was ich bisher weiß. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Habe ich, glaube ich, zum 10.000. Mal schon gesagt. Bis dahin, ciao, ciao und schaut auch in die anderen Videos rein.